Und wir kommen zurück zum Bekloppto Simulator 2007. So. Ich hab echt auf den Nerven. Das glaube ich. Hat mich umgebracht. Nein! Wo ist er? Das ist ganz in der weiten Norden. Das ist zu weit weg. Da oben, beim ganzen hier an See, ganz Norden. Ach, scheiße, hab ich schon die Munition schon wieder weg. Komm, Dex, zieh Finger, du hast die Knarre. Ja, ja, ich muss ganz kurz die Waffe Munition teilen. Ich will hier mit die Sachen hier reintun in die Kisten und ich geh jetzt nicht los, nur weil du gestorben bist. Ich gehe erst los, wenn natürlich. Ich meine Sachen loswerde hier von den ganzen. Ich nehme das jetzt nicht alles mit, was will ich denn damit? Ja, der Typen umbringen. Und dann bringt er mich um und dann nimmt meine Sachen. Wow. Ja, wenn du so schlecht dann bist, dann ja, aber ich denke ja, dass du schaffst, ihn einfach zu töten. Ich komme erst, wenn ich mich richtig gekleidet habe. Ja, 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 ja. Dann. Dann. Ja. Dann. Aber ja. Dann. Ja, das ist meine Leiche oben, die ja tot ist, weil. Die Leichen sind meistens tot. Lass mich wenigstens noch eine Hose erstellen. Damit ich wenigstens noch einen Schuss aushalte. Ich habe nämlich nur eine Brust. Ich habe einen Schuss ausgehalten mit einer Steinholzball. Da. Da muss ich auch gerade von Wolf so beschädigt worden sein. Das ist unlucky. Wäre ich längst locker von ihm weggekommen, weil ich hatte mehr Ausdauer wieder. So, jetzt guck. Das war schon. Das war schon. Ich kann jetzt schon wieder. Los stürmen. Und dir zu Hilfe eilen. Ich mach mal erstmal alles hier rein, was ich gerade nicht brauche. Seid mir nicht böse, ich schmeiß gerade mal einfach alles hier rein. Das ist eh schon über alle Berge, also von daher. Ja, der hat ja alles genommen. Hab nichts mehr. Pleite. Blanco. Mein 30er. Guck mal, wo du bist. Der war da irgendwo links beim Claygebiet. Der ist schon weg. Aber Clay war prinzipiell noch genug da. Es sind jetzt eher Steine, die fehlen. Ja, die hat er jetzt auch alle. Schade. Einige der Wände habe ich jetzt schon noch fertiggestellt, mit dem Clay, was noch da war. Aber jetzt sind keine Steine mehr da. Ich sehe dich gar nicht auf der Karte. Ach doch, das sehe ich wohl auf der Karte da hinten. Da, das habe ich noch nicht vorhin entdeckt. Hier unten im Süden wäre er irgendwo vorhin. Oh, was ist das denn für ein Monster? Ja, das ist die Echsenmensch-Berserker. Oh mein Gott, ich will aber hier nicht hin. Er ist nur da oben drauf, hier unten ist er nicht mehr. Hallo. Ich muss mir irgendwas mitnehmen, irgendwas Heilendes direkt hier mitnehmen, irgendwie. Wir haben Heiltränke. Nächstes Mal nehme ich mal ein paar mit. Ist echt keine gute Gegend hier. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz Fackel. Sehen wir hier überhaupt nichts, so. Ah, hier ist Clay. Ja, auch da ist ein Ex-Mensch drin. Also wie gesagt, die Waffe ist, die Pistole ist nicht stark. Also ich brauche 5 Wolf, ich glaube 4 Schüsse oder 5. Na, ja, keine Ahnung, der müsste irgendwo sein, aber ich weiß nicht mehr, wo. Oh, der Echsenmensch hat aber echt eine riesengroße Aggro-Range, ne? Wie ist denn der Typ, der dich gekillt hat? Gosh, keine Ahnung, ich bin da weggelaufen. Er hat keine Klamotten an, sagen wir so. Keine Rüstung, der hat einfach nur eine Wumpe. Okay. Die hat so lange hinter mir gerannt, bis er close distance kam. Weil er sonst nicht treffen konnte. Das ist schlecht jetzt. Soll es auch geben. Muss auch einer sein. Oh Gott, wie voll erschrocken, Junge, ey. Genau, und er war hier gewesen und beim Kleigebiet, welches war südlicher, doch. So, die Wände habe ich fertig gemacht, die du hingestellt hattest. Ich glaube, das könnte auch gewesen sein, vielleicht ist die ausgelockt schon. Meinst du schnell? Nur noch eine Tür. Hugelcamper.
Ja, der hat sich in längerer Zeit nicht irgendwas ausgelockt, ne? Also Clay haben wir genug. Noch. Okay. Also jetzt hier, auch hier Spitzhacke und alles. Ja, ich war da gewesen. Hier da, in dem Gebiet, ja? Ist auch schon ein riesen Base hier oben, ne? Boah. Alles aus Stein gebaut, aus Steinboden sogar. Heftig. Hier unten ist doch der Verkäufer Dex, haben gefunden. Ja, aber der kannst du. Bist du bei dem? Ja, kannst du da rein? Ja, der musst du nicht rein, der steht da runter. An der Wand ist der. Ach, das habe ich nicht gesehen. Der leuchtet sogar, das Teil. Ich glaube, das Ding wäre da drin gewesen, eingesperrt. Ja. Ja. Ah. Ja, der Typ hat sich verzogen. Ich bin jetzt ganz, ganz oben hier. Hier war ich bisher noch gar nicht vorgedrungen. Hier oben an der Küste schon wieder. Oh, da ist es. Voll die fette Base auch hier. Voll die mega dicken Wände. Ja, es braucht. Na, man braucht es aber wirklich, ne? Lieber die Gegner dran sich die Zähne ausbeißen lassen. Athletik 8 habe ich schon. Rumrennen hier. Oh, Wölfe hinter mir. Nein. Keine Ahnung, wo er sich rumdreht. Und die Schildkröte weiß schon, was hier blüht. Ich hab Frühwildwürze. Hier ist Gimmer Reap. Gim Reaper 1704. Ah, wenn jemand online siehst mit ohne Klamotten, der könnte es sein. Gim Reaper oder ein Grim Reaper? Gim. Ein Gim. Das ist keine Ruffy. Es ist keine Ruffy. Dann, ja. Ihr fett. Voll weit hier oben. So weit war ich noch nie. Wenn ich noch einen Schritt gehe, da bin ich so weit, wie ich noch nie gewesen bin. Oh, du bist ja von der anderen Zeit. Aber Gandalf hat gesagt, Dex. Dex weiß Gamgee. Dieser könnte jetzt eigentlich auch. Hier sind ganz oben rechts, warte schon mal, bei den Thermalquellen? Ist das das, wo du gewesen bist? Nö, in dem Gebiet war ich nicht. Lithium-Vorkommen. Ja, da war ich. Das sind Thermalquellen, stand da. Thermalquellen, Lithium-Vorkommen. Naja, da musst du hin und die einnehmen. Ah. Das Problem ist, man läuft ja so ganz gemütlich so durch die Gegend, so, ja, lalala. Chill, chill, chill. Und dann auf einmal kommen dann welche, die sind natürlich viel schneller als du. Und dann versuchst du die Beine in die Hand zu nehmen, aber. Arschkarte und so. Ja, wie gesagt, da rechts fehlt noch die Tür.
besorge nochmal Steine. Ich erkunde mal hier oben das Gebiet. Es sind mal viele Basen einfach aufgesprengt, aber die haben wirklich nur ein Strich Steinmauer. Wir haben jetzt schon eine doppelte Schicht plus Holz noch drumherum. Aber ich glaube, bei uns kommen sie auch trotzdem reinmarschiert wie am Tag der offenen Tür. Wenn da jemand mit schwerem Geschütz kommt. Ja, wenn das jemand möchte, dann kommt er auch durch. Boah, was habe ich denn für ein geiles Gebiet hier? Ist alles versteint, Kupfer und Eisen. Ja, bring Steine mit. Und Kupfer und Eisen. Okay, ich bring dann Steine, Kupfer und Eisen mit. Vergesst das Stein dabei nicht. Kupfer? Naja. Und Eisen? Stein. Ja. Aber vor allem das Stein. Und das Kupfer und das Eisen. Okay. Aber ich bin jetzt wohl nicht in dieser Reihenfolge mit. Ich kann es jetzt dran glauben. Es kann sein, dass ich, glaube ich, eher Stein und Eisen und Kupfer mitbringe. Also nicht Eisen, Stein und Kupfer. Und Kupfer, Eisen und Stein. Stein und Eisen. Kupfer auf Stein. Also auf... Gürteltiere haben anscheinend auch Fett. Die wer? Gürteltiere. Ich mag das voll hier, das ganz gemütlich abarbeiten. One more block. One more Kupfer. Und Stein. Und Eisen. Ja. Ich hab so eine Zecke kaputt gehauen. Das ist ja eklig, wie das Geräusch macht, wenn die kaputt geht. Ja. Die hat mir irgendwie so ein Giftsekret gegeben, genau das Zeug, was die Schlangen auch geben. Aber ich kann das alles, glaube ich, gar nicht mitnehmen. Ist man auch irgendwann auch zu schwer? Irgendwie habe ich das Gefühl noch. Man kann so viel mitnehmen, ja? Bis die Taschen voll sind. Ja. So soll's sein. Das gefällt mir. Na komm, Wildschwein. Dich hau ich auch noch mit meinem Buckel. Du hast es so gewollt. Gar keine Steinknollen mehr, die man mal mit der Spitzhacke abarbeiten kann. Hier war auch schon jemand gewesen, hier ist schon ein bisschen Stein abgearbeitet worden. Was war nochmal dieser gelbe Stein? Ist das Schwefel? Gelbe Stein ist Pyrit. Ah. Oder Schwefel. Und ja. dieser Stein, der so ein bisschen aussieht wie Kristall? Was hat denn das? Mal gucken. Guck ich mal an. Also, ich habe einmal hier... Oh, weiß. Kaliumnitrat? Kaliumnitrat? Kalium. Kaliumnitrat, sorry, ja. Schwefelpulver, genau. Kupfererz, Eisenerz und so weiter und so fort. Und Stein. Alles hier. Ja, der Typ mich gleich begegnet. Jetzt habe ich mir auch eine Fete gemacht. Kriegt da direkt einen aufs Fräsbrät. Aufs Fräsbrät? Was hast du hier gebaut? Fete. Zeig ihm, wo der Hammer hängt. Was ist denn eigentlich mit Andorn? Der kommt immer rein und raus. Das geht das ganze Zeit hier so weiter. Rechte Verbindung vielleicht? Keine Ahnung. Die ganze Zeit. Andorn rein, Andorn raus. Das ist ganz sexy. Das ist ganz sexy. So geht das hier. Es ist 6. Ich denke, da ist es 6, weil 6. Und da kommt der Mickey auch wieder. Mickey wieder raus. Tschüss, Mickey. Mickey, Mickey, Mickey. Gebannt. Komm rein und fliegen direkt wieder. Können
Ja, wobei ich weiß nicht, ob sie dann erst angezeigt werden. Ja. Ja. Was ist denn das für eine Wand hier? Diese gelbe Mauer. Das ist die nächste Stufe. Das ist, glaube ich, Fried oder Stahl. Oder Eisen. Mhm. War heftig aus. Mhm. Was ist denn mit Andorn los da? Was will denn der von uns? Der will doch bestimmt nur... Er will doch nur spielen. Aha. Er tut doch nichts. Ah, hab ich dich gekriegt, Huhn. Mark! Immer wenn ich an Hühner denke in Games, dann denke ich immer an Zelda. Ocarina of Time. Wo du die Hühner sammeln musst und in das Hühnerstall wieder reinschmeißen. Oh, was das für eine Scheiß-Quest gewesen. Ich habe sie gehasst. Diese scheiß Hühner zu sammeln. Aber hey, Hühner. Ja, andererseits, Sea of Thieves war ja auch nicht so ganz ohne, wenn es um Hühner sammeln geht. Das war lustig. Finde ein goldenes Huhn, finde ein rotes Huhn, finde ein schwarzes Huhn. Auch eine Seestern und ein Grabe, da ist Seestern. Sammelt ihr eigentlich, wenn ihr unterwegs seid, immer so die Hölzer und die Pflänzchen? Ja, ja. Deswegen haben wir auch einen dezenten Überschuss an kleinen Hölzchen bei uns im Schuppen. Ich sammle einfach alles, was ich hier finde. Alles. Steine. Ich habe gerade von der Schildkröte bekommen. Nice. Das ist gut. Moment, du hast von der Schildkröte Beeren bekommen? Eier. Oh, Eier. Ich habe aber auch irgendwie Bären verstanden. Oh, hier ist Chitz. Ist das Chitz gewesen, der dich gekillt hat? Ist er nackt oder hat er Holzklamotten? Ganz normale Standardklamotten drin. Dann Beleidung. Ja, der ist im Haus drin. In seiner Bruchbüte. Ist einfach nur Holzbude. Ja, na ja, unwahrscheinlich. Und er hat ja schon eine Knarre, Muskete. Das heißt, er muss auch schon was zu haben. Doch, könnte er gewesen sein. Überleben Level 4. Ja, ich glaube, das war Schütz. Ja? Ja. Frag ihn mal, ob du ein Todesurteil Urteil unterzeichnet. Frag doch mal, ob er es gewesen ist. Frag doch mal. Ja, ist eine legitime Frage. Hast du mich gerade eben gekillt? Dann sagt er, ja. Willst du nochmal? Ich habe noch eine Ladung. Eine volle Packung. Ich suche erstmal eine Krabbe. Also einen Seestern könnte ich dir hier anbieten. Habe ich. Nur noch Krabbe. Ich finde es auch schön, dass der Ben hier auf unsere Base aufpasst. Ja. Auch wenn er nicht da ist, aber er passt hier drauf auf. Das sieht gefährlich aus, wenn er hier steht. Das treibt kann die Gegner nicht. Jeder sehen, dass er offline ist. treibt die Gegner in die Flucht. Oh, da steht einer. Das ist ein Grounded. Der ist offline. Oh, wei. Oh, scheiße. Der kommt vom Team, von der Gang offline. Das sind so viele hier. Die Eisenknollen wieder da. Das ist ja praktisch. Was trinken, Bärchen brauche ich da. Alles schön reinordnen, so wie es jetzt gehört, wie der Dex das immer macht. Habe ich da irgendwas gehört? Du darfst doch keine Wahrheiten, würde ich erzählen. Nur Unwahrheiten.
Genau, du musst immer sagen, du machst sowas nicht. So war mir Gott helfe, oder wie war das? Ja, genau. Dafür ist es auch zu spät. Ich wollte gerade sagen, Scheiße, hilft mir aber nicht. Damit? Damit? Damit. Damit. Damit ist es um dich geschehen. Nope. Da kann man nicht drum rum. Ja, ey! Ich versuche gerade irgendwie in eine Kiste zu gehen. Du hast mich gerade weggeschoben von der Kiste. War ein kleines bisschen Absicht. Aber warum das denn? Ach nur so. Hoeker, sie sind raus. Wo kommt denn hier dieses Pyriterz hin? Steine erstmal. Die Smitty. Haben wir das? Unter Steine, ja. Ah, die Smitty. Nehmen Sie mit auch bei den Steinen, okay. Das ist ein Stein. Ja. Hätten wir das Clay auch mitnehmen können, ne? Alter, wenn man Pilze zu sich nimmt, das ist ja richtige Drogenparty. Kommt auf den Pilz an. Der braune. Was für Pilze meinst denn du? Hier haben wir keine mehr, ey. Na, wir haben mal. Hey, go, hey, oh. Bau mal um, solange die Wand weiter, die du schon gesetzt hast. Was brauchen wir dann noch? Stein und Lehm. Stein, hast du das rausgenommen, was ich hier reingetan habe? Eventuell. Ja, ist nicht mehr dran. Ich habe mir auf jeden Fall gerade Stein und Lehm gekrallt und. Jo. Da brauche ich jetzt erstmal die alten Werkzeugkästen. Stimmt, ich habe gar keinen Werkzeugkasten. Wo ist denn der hin? Hatte ich den da nicht wieder reingelegt? Irgendwo hatte ich nicht. Ich glaube, ich eben, weil ich weggelaufen bin. In der oberen rechten Kiste. Da waren deine Sachen. So Fackel und Messer und sowas. Ich hatte natürlich auch irgendwie einen Werkzeugkasten im Inventar, aber ja. Ich habe so einen Werkzeugkasten ausgestrauziert. Achso. Ist egal. Ist egal. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche keine Freunde. Und da ist das Clay wieder alle. Ja, einfach den Werkzeugkasten rausgeflackt. Ich hab nichts raus. Da hast du Werkzeugkasten. Wo? Ja, in der Kiste, wo du ihn reingetan hattest. In der rechten. Merci. Jetzt hab ich. Jetzt bin ich. Jetzt fühle ich mich wieder. Wie Bob der Baumeister. Alles in Ordnung. Bob die Bilder. Rohglas stellt man doch mal woher? Mit Sand? Ofen. Und andere Zeug. Ah, das untere Clayfeld ist wieder da. Meins, alles meins. Wollen wir uns einen Stein ansammeln? Wo kann man denn nochmal sehen, wie man Rohglas herstellt? Wo sieht man, was man dafür braucht? Musst du ja nicht haben. Ja, hab ich. Und dann? Auf den Ofen. Und dann im Ofen und dann? Oben rechts auf die Metall- oder Kupferplatte gehen. Ach so, nee, der Rezepte. Ah, okay. Was brauche ich dafür? Asche, 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 Asche und Sand. Asche und Sand. Asche haben wir, Sand haben wir. Wunderbar. Nee, jetzt willst du Zecke erstmal was aus dem Maul haben. Cool. Jetzt rennen aber nicht weg. Dex, was hast du jetzt bei Stufe 2 freigeschaltet? Bellamana. Das ist Tri 2. Angriff 2. Achter, Angriff 2. Soll ich Industrie-Uhr-Chemie machen? Das ist halt die Frage, was ist da drin?
guck rein. Ja, da muss ich 100 Punkte ausgeben. Ach so, stimmt, da sieht man ja gar nicht, was vorher drin ist. Boah, Stelle 50 brauche ich. 50 Rohglas brauche ich für die Quest. Das ist aber wenig. Okay. Das ist ja nur für ein Glas, glaube ich. Oder? Naja, es ist genau, es ist nur für ein Glas. Aber es finde ich. Hier, mach mal eins, dann hast du die Quest fertig. Nee. So einfach ist es dann doch nicht. Und das Gläschen stellt man in der Schmeidi her, ne? Ja. Hm, ein Glas ist sogar nur 10. 10? Mhm. Okay. Aber ich brauche aber 5 davon. Das ist nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste das passen mit der Quetzte. Mhm. Oder das ist ja sowieso mal länger, was dauert hier mit dem ganzen Gecrafte. Crafte ich das mal währenddessen schon mal vor und. Post. Ich muss mal ganz kurz eine Kupfer ganz kurz stoppen. Ich muss Eisen haben. So geht das nicht weiter. Links ist Eisen und rechts ist Kupfer. Nee, ich meine nicht Eisen, Glas haben, sorry. Könnten eigentlich Kupfer auch mal ausstellen, wenn nur Glas machen, das wäre auch mal gut. Ja, Kupfer aus und dafür Glas. Ja, schwierig. Industrie, verbessert Industrietheorie. Ja, Abbaumöglichkeiten, glaube ich, auch dabei. Komm, wir müssen unbedingt mal eine Lampe hier zum Laufen bringen. Hier, das ist so dunkel. Und habt ihr die ausgemacht? Dafür brauchen wir mehr Benzin. Das kriegst du mit Tierfetten. Ach, Dex, für den nördlichen Wald musst du nach 331 und 991 hochlaufen. Da ist der nördliche Wald. Was will ich da? Für die Quest. Die Quest. Achso? Die Quest, du musst in den nördlichen Wald rein. Okay, die habe ich, glaube ich, noch nicht. Muss ich, glaube ich, noch nicht machen. Ja, aber das geht ja trotzdem. Zählt trotzdem mit. Ja. Und die ist auch voll schön. Und die ist gerade auch einer. Oh, ein Bär. Oh, also ich zieh los. Da blutet die Nase. Blutet nicht. Die ist schon weg. Die ist abgefallen. Mit einem Satz hatte. Hat einen großen Hops gemacht. Hm. Was denn für ein Mineral? Ja. Oh, Kohlestein. Quest abgeschlossen. Wunderbärchen. Was muss ich jetzt machen? Bau, Rüstungswerkbank, ja? Hölzerne Helm, hölzerne Brust, hölzerne Hose. Muskete. Und was habe ich da noch? Eine Technologiegrundlage der Landwirtschaft zu finden in der Gruppe. Okay. Ja, kostfertig, ja, kostfertig, ja. Und in Industrie 2 kann ich dann später Stahlwerkzeug machen. Stahlaxt. Hm. Taschenlampe und eine Eisenschaltkolben. War auch nett. Ich mach die Gläser, das ganze Glas schon mal fertig und schmeiß das dann schon mal in die sicheren Kiste da, in die sichere. Hm. Da haben wir schon mal hinter uns das ganze Zeugs. Voll viel gekraftet heute. Kanonen, Klamotten, Munition, ein paar Quests. Dingsbums. Nicht schlecht. Hab böse Gegner gesehen im Dunkeln. Die nicht mal wiedergefunden, weil sonst wären tot. Leuchte Pilze gefunden. Leuchte Pilze? Hm, nee, hab ich noch nicht gesehen.
Oben in tiefen Wald, deswegen. Mhm. Aber pflücken kann man sie, nur nicht essen, oder wie? Ahnung, extrem giftige Pilze sind so toxisch, dass der in Dunkeln leuchtet. Ja, nett. Ich glaube, den esse ich nicht. Aber warum das denn? Stell dich mal nicht so an. Den wollte ich dir doch geben, Dex. Stell dich doch noch nicht so an. So. Ich will mal die Waffe, die sieht mir besser aus. Wieder die Aufnahme. Noch an. Ja, ist noch an. So. Gib all dein Gold! Ich hab kein Gold. Gib all dein Kupfer! Und ich produziere erstmal ein paar Heilkertränke, damit wir oben die Kiste wieder ein bisschen leerer kriegen. Gib all deine Heilkertränke Dings. Bums. Die Kraft gerade. Mann, ich gehe ja wieder weg. Gib dein ganzes Zeugs! Rede mit mir! Niemals! Ich gehe in die Ecke und weine. Warum das denn? Gute Nacht. Bis denn. Dann. Und tschüss.